Das ist Peter. Eigentlich wäre sein Leben ganz okay. Wäre er nur nicht immer so schrecklich müde. Morgens kommt er kaum aus dem Bett und hat Kopfschmerzen. Und bei der Arbeit kann er sich überhaupt nicht konzentrieren. Außerdem ist sein Blutdruck viel zu hoch. Wie kommt das? Schauen wir uns mal Peters Nächte an. Okay, er schnarcht. Eigentlich nichts Besonderes. Aber was ist das? Peters Atem setzt aus. Ein Hinweis auf obstruktive Schlafapnoe. Durch das Kollabieren der oberen Atemwege wird die Sauerstoffaufnahme unterbrochen und es kommt ständig zu Weckreaktionen. Ein erholsamer Schlaf ist so nicht möglich. Auch Peters Freundin leidet unter den unruhigen Nächten. Im Netz stößt sie auf das Angebot des Asklepios Klinikums Harburg, dessen Ärzte als Experten für Schlafapnoe deutschlandweit anerkannt sind. Sie überzeugt Peter, sich zur Beratung anzumelden. Mit Hilfe modernster Diagnostik ermittelt der Arzt Peters genaues Krankheitsbild und erläutert ihm die Behandlungsmöglichkeiten. Zum einen gibt es nicht-invasive Behandlungsmethoden wie Zahnschienen oder CPAP-Masken, die in vielen Fällen weiterhelfen. Je nach Befund kann auch ein chirurgischer Eingriff der beste Weg sein, um die Atmung zu verbessern. Eine Möglichkeit besteht in der Vor- und Seitverlagerung des hinteren Gaumenbogens. In der Regel mit Entfernung der Mandeln, um den Luftweg auf Höhe des Mundrachens zu erweitern. Auch gegen das Erschlaffen der Zunge im Schlaf gibt es chirurgische Behandlungsmethoden. Zum Beispiel lässt sich durch den Einsatz elastischer Implantate die Muskelspannung im Schlaf aufrechterhalten. In besonderen Fällen übernimmt dies ein elektrischer Schrittmacher am Zungennerv. Nach eingehender Beratung mit dem Arzt entscheidet sich Peter für eine operative Behandlung. Mit Erfolg! Peter und seine Freundin finden nachts endlich wieder Ruhe und haben am Tag genug Energie für die schönen Dinge des Lebens. Sie möchten wissen, welche Behandlungsmöglichkeit für Sie die richtige ist? Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.